Hallo, liebe Radfreunde. Heute nehme ich euch mal auf eine ganz besondere Tour mit. Ich war 2 Wochen bei Jesolo im Urlaub, genauer gesagt bei Cavallino Treporti auf dem Campingplatz Al Boschetto. Hier starte ich zu meiner schönsten Tour, die ich in dieser Zeit gefahren habe, vom Campingplatz Al Boschetto. Und zunächst geht es Richtung Casavio. Interessant ist, wie sich hier die Radwege inzwischen entwickelt haben. Früher habe ich mich hier nicht getraut, in der Hauptsaison Fahrrad zu fahren. Heute ist es wirklich kein Problem mehr. Radwege an allen Ecken und Enden. Und zu weiteren Besonderheiten komme ich noch. Hier eine Extraspur für Radfahrer, unabhängig von den Fußgängern. Die haben nämlich rechts ihren Zebrastreifen. Die Ampel ist schon seit längerem kaputt. Wie üblich in Italien, das ist nicht immer alles bestens. So, hier haben wir eine Besonderheit. Hier gibt es einen Übergang für Radfahrer und Fußgänger gleichberechtigt, aber die Autofahrer sollen hier warten. Wie ihr gleich sehen werdet, in Italien ist alles etwas anders. Die Autos halten sich nicht dran, die Radfahrer auch nicht. Aber jetzt kann ich fahren, jetzt ist es frei. Das nächste Stück heißt Fahrräder a mano, also schieben. Macht natürlich hier auch keiner, ich natürlich auch nicht. Und schon kommt mir hier an der Engstelle ein Radfahrer entgegen. Die ist natürlich auch nicht machen, das Schieben. Aber so ist es nun mal in Italien und jeder weiß, dass sich keiner an die Regeln hält und deswegen passiert doch nichts. Hier sind wir nun in Punta Sapione, wo die Schiffe nach Venedig starten. Und hier fahre ich zunächst einmal weiter zum Meer, zu dem Leuchtturm Punta Sapione. Hier rechts ist der Schifffahrtsweg Richtung Venedig. Und wir kommen jetzt auch gleich an die große Moosebaustelle, wo die Schutzwasserdinge gebaut werden, die Venedig vor Hochwasser schützen sollen. Hier rechts sind die Bautrupps beschäftigt. Weiter hinten kann man dann auch sehen, wo die Steuereinheit für die Moose ist. Aber es ist halt durch die Absperrungen nicht gut sichtbar. Hier wird auch noch Moose gebaut, also ist eine Riesenbaustelle und das geht schon über Jahre. Ich habe das schon mehrere Jahre auch verfolgt und man kann nicht sagen, dass die Venezianer oder die italienischen Bauarbeiter langsam sind. Nun sind wir an dem Leuchtturm Punta Sapione, hier wird die Schiffseinfahrt gekennzeichnet für Venedig. Nun geht es wieder zurück, das war hier eine Stichstraße. Richtung den Anleger für die Schiffe nach Venedig. Hier mal ein Blick in die Lagune. Hinten sieht man die Einfahrt nach Venedig, hinter dem Segelboot. So, jetzt sind wir wieder am Schiffsanleger. Jetzt geht es weiter auf der Rückseite der Lagune, wieder Richtung Casavio. Hier lasse ich jetzt mal meine Drohne steigen, damit man mal einen Rundblick von oben über diese außergewöhnliche Landschaft bekommt.
So, nun geht es weiter auf einem exklusiven Radweg entlang der Wasserstraße auf der Rückseite der Lagune. Heute war ein besonderer Tag. Man konnte von hier aus ganz hervorragend die Alpen sehen. Dazu zeige ich das jetzt gleich im Video. Da sieht man im Hintergrund die Alpenlandschaft. Es kommt auf dem Video leider nicht ganz so gut hervor, wie es im Original zu sehen war. Man hatte geglaubt, man wäre fast schon in den Alpen. Ein solcher Blick ist nur an besonderen Tagen möglich, wo es extrem klare Luft gibt. Jetzt wechseln wir über die Brücke von Casavio in Richtung Treporti. Dort fahre ich weiter in die Lagune hinein. Dies hier ist eine bewegliche Brücke. Wenn Schiffe fahren, wird sie einfach hochgeklappt. Hier ein Blick in einen Kanal. Das sieht fast aus wie Venedig, aber es ist nicht Venedig, es ist Treporti. Diese Brücke ist nicht beweglich, die ist starr, deswegen sind hier nur kleine Boote. Genießt mit mir einfach mal diese tollen Bilder aus Italien. Hier kommt eine weitere Brücke über einen Kanal. Es sieht genauso aus wie der andere Kanal, deswegen gibt es jetzt hier kein direkt passendes Video dazu, aber man kann es ein bisschen erkennen. Auch hier gibt es nochmal einen Blick in Richtung Casavio. So, das war zunächst einmal der erste Teil. Der zweite und dritte Teil wird in aller Kürze folgen. Es ist schon soweit vorbereitet und hier bei dem Relive-Video kann man schon sehen, wie es dann die nächsten Teile noch weitergeht. Es wird auch nochmal sehr schöne Luftbilder geben, die die eindrucksreiche Landschaft unterstreichen. Vielen Dank fürs Anschauen. Bitte werdet meine Abonnenten und beurteilt mein Video.